Freunde, bevor wir aber irgendwas anderes machen, würde ich sagen, gucken wir mal die Videos, die ich mir reinziehen wollte. Okay, ihr könnt entscheiden, welches wir uns angucken, Freunde, okay? Ich habe einmal To Mary, der hat eine Woche einen Song gemacht bei Spotify. Oder wir gucken uns das Oh My God Video an, das sind so Fragen quasi. Das To Mary Video, okay, fühle ich. Let's go. Seit tausenden Jahren bewegt sie uns Menschen, aber trotz unserer Fortschritte in der Wissenschaft können wir uns immer noch nicht erklären, warum eine Handvoll Schwingungen in der Luft derart intensive Gefühle in uns auslösen kann. Vielleicht bietet Musik Sicherheit auf der einen Seite durch wiederholende Melodien und Rhythmen. Vielleicht spricht sie die Harmonie in uns an, die wir erfahren, wenn wir mit einem Bein in der Sicherheit und mit dem anderen in der Unsicherheit stehen. Es ist ziemlich intelligent, was er gerade sagt, Freunde. Ich sag mal, die Hälfte geht einfach nur in mein Ohr und direkt wieder raus. Vielleicht aber auch nicht. Auf jeden Fall werde ich in dieser Woche erstmal die Basics der Musikproduktion lernen, in Erfahrung bringen, wie man aus dem Computer Töne rausquetscht, die tausende Menschen zum Feiern bringen, und meinen eigenen Song produzieren und anschließend versuchen, ihn auf Spotify hochzuladen. Warte mal, rappt der oder sowas in die Richtung? FL Studio. Ja. Was willst du denn machen, so Musikrichtung mäßig? Ja, so David Guetta. David Guetta willst du machen. Uff, Alter. Pop EDM. Okay, also du hast hier schon ein paar Sachen entdeckt. Hier ist zum Beispiel Kick So Up, das ist so ein Kick-Sound. Aha. Können wir wieder auf Sounds gehen. Ein bisschen eine Kick haben und dann hast du hier ganz viele verschiedene Kicks, die direkt schon ein bisschen saftiger klingen. Genau das kommt in Berlin in dem Club einfach. Digga, Musik machen macht so viel Spaß, ne? Jetzt brauchen wir noch eine Snare. Das ist so die Basics von dem Beat. Ja, kann man direkt so lassen in der Reihenfolge. Snare reinziehen. Das, das wäre jetzt einfach geil. So ein ganz normaler. Ja, das ist voll geil, wie der einfach gleichzeitig kommt. Ganz normaler, ne? Housebeat. Jetzt fängt nämlich der Spaß an. Kannst du hier einfach die Lautstärke regeln. Und vor allem kannst du hier drauf drücken. Dann hast ganz viele Effekte. Und wenn du jetzt das hast, klingst du direkt schon mehr. Jetzt schon besser als ein Notchin-Song. Jetzt kommt aber das Interessante: Instrumente. Und besser als ein Mero-Song. Oh, jetzt Alter. Geht das richtig los. Jetzt geht das richtig los. Alter! Hä? Digga, das ist geil. Jetzt klingt das schon richtig elektronisch. Wie hast du das jetzt so hingekriegt, dass das so heftig klingt? Erstmal habe ich es hochgepitcht. Distortion drauf. Ja. EQ und Reverb. Ach krass. Und dann müssen wir das irgendwie aufschreiben, Alter. Ach so, warte mal. Also, ich glaube, er ist Marius, ne? Marius teacht To Mary jetzt einfach so ein bisschen und dann macht er es allein, oder wie? Ach du Scheiße, Digga. Ja, das fehlt da jetzt noch. Da fehlt alles eigentlich. Digga. Das ist der nächste Hit einfach. Wild. Geil. So Wahlgesänge einfach. Keine Angst, ich werde meinem Song nicht singen, aber schon krass, was Marius aus meinem schiefen Gekrächze hingezaubert hat. Wie lustig das ist, dass man einfach aus so einem Rot. Mega geil, Marius. Not bad, bro. Es ist wirklich sick, dude. Holy shit. Das würde ich mir direkt in die Playlist packen, Alter. Das was machen, Alter. So, und jetzt machen wir nochmal schnell einen Crashkurs im Mixing. Deine Kick sollte nicht über Null gehen. Sollte irgendwas über Null gehen? Nein. Und dann als nächstes den Bass. Immer von den tiefen Frequenzen und höheren, okay. Weil die tiefen Frequenzen brauchen mehr Lautstärkevolumen, ja. Damit man die hört. Aha. Schon krass. Vielleicht sollten wir Marius unseren Podcast abmischen lassen und nicht einen Notch, dann hören wir uns auch nicht an wie so Roboterstimmen. Es ist nicht der beste Track geworden, aber so als Tutorial ist es. Hey, also okay. Wenn ich was hinkriege, was halb so geil ist, in der Woche, finde ich schon krass. Ja, let's go, Alter. Okay, als allererstes höre ich mir jetzt mal ein Lied an, das ich cool finde und versuche da mal erstmal die Drums ungefähr zu verstehen und dann sowas ähnliches zu machen. Hey, mein bester Freund, no copyright sounds. Da ist er. Dann mach ich jetzt mal eine Melodie, komm. Den brauche ich, aber wie mache ich das auf dem Klavier? Das sieht so aus. Okay, klar, kann ich mir merken. Digga, ich mache Musik. Oha. King, oha. Aber ficke deine Mutter, ficke deine Bitch. Denn die hat einen kleinen Spaß. Probiert das mal. Digga, fühle ich absolut, Bruder. Der Beat ist schon mal sick. Überlegt euch jetzt einfach mal eine Melodie für einen Hitsong. Ja, genau. Ist schwierig, ne? Da mir aus dem Kopf keine Melodie einfallen will. I don't know, mein Kopf ist allgemein ziemlich weird. Ich habe letztens festgestellt, dass ich manchmal gegen mich selber Schach spiele in meinem Kopf. ist ein wildes Ding, was ich da auf meinem Hals trage, Freunde. Ich sag's so, wie es ist. Zum ersten Mal an die Gitarre und versuche so durch Rumprobieren Ideen zu finden. Aber auch das funktioniert leider nicht. Ja, das wird doch nichts mehr. Ich habe einmal eine kreative Blockade, Digga. Ich mache jetzt erstmal Pause. Ich bin Musiker. Kann man sich auch mal gönnen, oder? Ja, Real Talk, Digga. Da ich keinen Plan habe von Musik, werde ich jetzt einfach mit vorgefertigten Chords, die hier, eine coole Melodie basteln. Pfeife, dude.
Okay, ich habe mir jetzt die ausgesucht, die ich will. Da ich keinen Plan habe, suche ich mir jetzt einfach hier die raus. Ich glaube, David Guetta macht es actually genauso. Also, ich glaube, bis jetzt macht er alles genauso, wie David es machen würde. Das A, B. So oh, gesehen. Mach ich das jetzt immer mal hier. Alter, so, Bro. Ja, easy. Ich habe gerade herausgefunden, dass es bis zu 5 Tage dauert, um den Song auf Spotify hochzuladen. Das heißt, ich habe keine Woche Zeit, sondern 2 Tage. Let's go. Also jeder würde dieses Video einfach faken und einfach das irgendwie ein bisschen entspannter angehen. Aber das Ding ist, Tomari geht halt hin und macht es halt wirklich innerhalb von der Woche alles. Dicker, du bist doch YouTuber, schneid doch einfach so zusammen, merkt eh keiner. Oh, oder er macht's vielleicht und er ist so smart im Verschleiern davon, dass wir denken, dass er es nicht tut. Wow, vielleicht. Okay, das habe ich jetzt noch so als zweite Melodie. Ja, doch, ist eigentlich ganz fresh. Ich finde den Anfang ganz cool. Ja. Alter, mein Kopf ist so matsch. War das Revis Cutter? Ja, aber es war ja klar, dass der nicht lange da sitzt. Ich meine, guck mal, wie kreativ der Junge ist. Stell dir vor, du bist so kreativ wie Tomari, Alter, und schneidest dann irgendwelche Reactions für Revi. Ja, Digga, dann bist du halt null ausgelastet, Alter. So, WTF, da musst du ja irgendwann durchdrehen und irgendwie dein eigenes Ding machen. Da gibt's ja gar keine andere Wahl. Das hört sich direkt an wie so ein... Richtig krass, wie in so einem Hackerfilm einfach, Alter. Hört mal rein. Hast du wie so ein Beat von Alexander Markus? Ja, also ich finde es okay. Ich schicke das Ganze nochmal Marius Tür, und schau mal, was er dazu Hundi zu sagen hat. Es ist so unangenehm, das jetzt einem Menschen zu zeigen. Boah, Dicker, so ging mir das auch, als ich meinen Rap-Track Rezmann geschickt habe. Digga, ich hatte so Herzrasen. Das war so unangenehm. Der Hack war cool. Ja. Yeah. Naja. Das war's? Ja, Mann, das Thomas, ist schwierig. Also, da hast du nur einiges vor. Ja, ist nicht einfach. Ist nicht einfach, ne? Also, die Chords sind cool. Kick ist Sidechain-mäßig ein bisschen krass. Zu viel Sidechain. Schreibe ich mir auf. Ich nehme mir Marius' Kritik zu Herzen und setze sie in die Tat um. Die Snare wird leiser gemacht. Auf diesen Sound kommt mehr Hall. Ich ziehe mir eine simple Bassline aus dem Ärmel. King. Jeder Musikproducer immer. Melodie mit verschiedenen Instrumenten. Ich tobe mich kreativ aus, füge verschiedene Effekte hinzu und passe stundenlang die Lautstärken der einzelnen Spuren an. Okay. Durch das Feedback klingt unser Beat schon viel stimmiger und Montag bzw. Dienstag 1.40 Uhr ist es soweit. Uff. Doch wie lädt man einen Song überhaupt auf Spotify hoch? Kann das jeder? Nein, tatsächlich nicht. Aber irgendwie auch schon. Ja, jetzt geht's nicht. Ihr Loser könnt es zum Beispiel nicht. Wir schon, weil wir Reichweite haben. Smile. Einfach so wie bei YouTube, aber mit einem Dienst, der ungefähr 20 Euro pro Jahr kostet. Nicht mal 30. Mein Song also auf Spotify, aber auch auf alle anderen Plattformen, wie zum Beispiel Apple Music, iTunes und Amazon hochladen. Mein Künstlername ist natürlich Tomari und der Release Day... Ist der noch verfügbar? Oha, 60.000 Plays sogar. Holy shit, not bad. Samstag, 11 Uhr. Als Artwork nehme ich ganz einfach meinen Kanalbanner und ich finde auch, dass der zum Song ziemlich gut passt. Die schwierigste Entscheidung war wohl der Name und ich entscheide mich für Deploy. Jetzt heißt es Daumen drücken, dass der Song angenommen und von Spotify akzeptiert wird. Das ist mein Song. Wie findest du den? Geil. Ich fand es ja ganz cool. Vom Stil her erinnert mich das mega an dieses... Ist es seine Freundin? I wanna be with you. Oha, sie kann sogar singen. Holy shit. Bro, sie soll einen Song mit ihr machen. What the fuck? Weißt du, was ich meine? Nee. Nice, aber krass, dass du das jetzt in so kurzer Zeit irgendwie auf die Reihe gekriegt hast. Oh, am Anfang geht die Kick auf jeden Fall viel besser durch. Oh, Sweeps, nice. Thomas, so, wie viel was willst du haben? Ja. Stark. Also, ohne Scheiß, mein erster Song war wesentlich, wesentlich beschissener. Notchins letzter Song war auch wesentlich beschissener. Ich habe ihm einen Song geschickt, ich bin immer mal gespannt, was er sich davon denkt. Er denkt jetzt bestimmt, was ist denn das für ein Vollidiot, Alter, Digga.
Das ist absolut stark geworden, dafür, dass du das vorhin gemacht hast. Oha, Tadel sogar, holy shit. Den Impact haben wird, dass Leute sich denken, oh krass, das kann man in 2 Tagen machen, vielleicht fange ich auch an zu produzieren. Der Song sollte jetzt online sein. Tomary Deep. Es ist einfach auf Spotify, what the fuck, es ist so ein stranges Gefühl. Auf Spotify. Uff, Alter, zu Big haben. Flex, ich habe ja Alter. Auch Videos auf YouTube, aber irgendwie den Song auf Spotify zu haben, ist irgendwie so offiziell, ach, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall jetzt eine krasse Woche. Ich hatte ja für den Song eigentlich nur 3 Tage Zeit. Hat übel Bock gemacht. Du, Tomary erinnert mich so an meinen Mod Nagonius, Alter, das ist insane. Ich weiß nicht warum. Es ist natürlich jetzt kein krasser Song. Ich habe jetzt auch nicht innerhalb von ein paar Tagen gelernt, mega heftige Musik zu machen. Aber ich finde es trotzdem krass, wie viel Spaß ich damit schon innerhalb von 3 Tagen gehabt habe. Irgendwie so von der Art her oder so, keine Ahnung. Ist schon irgendwie schon ein bisschen cool. Okay, Chad, wir hören mal rein, ich bin gespannt. Oha, wild. Naja, Freunde, da haben wir doch das Problem mit Twitch umgangen, oder? Wir hören einfach den neuen Tomary-Song im Loop. Easy, dude, holy shit. Der Drummer ein bisschen Lash, Bro. Aber an sich sick, Alter. Holy shit. Was man in 2 Tagen einfach hinzaubern kann, ist krass. Also, ich sag mal, Tomary, wenn du nochmal von einem Profi lernen willst, ja, ich bin der Typ, der erfolgreiche Hits wie die gute Laune-Melodie Doppelpunkt D gemacht hat. Ja. Wir können mal uns in Kontakt setzen, Bruder, und dann kann ich dich ein bisschen teachen. King, Alter. No joke, wirklich geil einfach. Oder ich bin auch Produzent von Bitch Slap Full. Ja, also. Waren wilde Zeiten damals, Digga. Waren wilde Zeiten, Junge.